Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, vor 2,5 Jahren ist die Regierung Laschet geradezu mit einem Überbietungswettbewerb an Superlativen gestartet. Was konnten wir da nicht alles hören? Weltbeste Bildung, Entfesselung des Wirtschaftsriesen, schnelles Internet, Gigabit-Masterpläne und vor allem ein großes Versprechen. Kollege Röttgen hat es gerade noch mal wiederholt. Das große Versprechen, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen und ins Gleichgewicht zu bringen. Ich kann hier heute, 2,5 Jahre nach Start dieser Regierung, nur bilanzieren. Nach der Hälfte der Legislaturperiode ist die Regierung Laschet vor allen Dingen an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert. Fragt man die Menschen im Land, können die diesen permanenten Eigenlob, vor allen Dingen vom Ministerpräsidenten, so gar nicht folgen. Laut Umfrage des WDR vom 3. November ging die Zufriedenheit mit der Landesregierung im Laufe des Jahres auf gerade mal 44% zurück. -7% gegenüber Februar. Das heißt, mehr als die Hälfte der Befragten sind immer unzufriedener mit der Arbeit der Landesregierung. Und im Ländervergleich liegt diese Regierung damit im unteren Drittel. Herr Ministerpräsident, ich frage Sie heute, sind Sie wirklich zufrieden mit dieser Rückmeldung der Menschen in NRW? Die größte Unzufriedenheit in NRW gibt es beim Thema Umweltpolitik. 2/3 der Befragten zeigen sich unzufrieden mit der Leistung der Landesregierung. Und Herr Löttgen, er ist jetzt gerade nicht mehr im Raum, Herr Löttgen, das ist ihm noch nicht mal einen Satz heute in seiner Haushaltsrede wert. Herr Löttgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, so regiert man weiter an den Menschen vorbei und an ihren Bedürfnissen. Die erwarten Antworten zu diesen Themen. Und uns kann es ja recht sein, aber mir ist der Prozentpunkt, den wir dadurch morgen vielleicht im Säulendiagramm bei den Umfragen mehr haben, der ist es mir nicht wert. Frau Ministerin, die Umweltministerin, es geht hier um was anderes. Es geht nicht darum, hier Grünbashing zu betreiben, wie Kollege Löttgen gemacht hat. Es geht hier darum, diese Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen und sich tatsächlich und nicht nur mit ein paar Überschriften für die Umwelt, gegen die Umweltzerstörung einzusetzen. Und wir mussten leider in den letzten 2,5 Jahren dieser Anti-Öko-Koalition bei der Arbeit zusehen. Nein, Ökologie und Ökonomie, da ist ja wieder Herr Löttgen, ist ja auch Ihr Anspruch. Nein, man versöhnt das nicht, wenn man eine geradezu zukunftsvergessene Losung in der Wirtschaftspolitik folgt. Denn diese folgt der Landesentwicklungsplan, mit ihm der Wirtschaftsminister Pinkwart. Weniger Umweltstandards und gleich mehr Wirtschaftswachstum. Nein, so funktioniert das zukünftig nicht mehr, denn zukünftig müssen die Umweltkosten dem Verursacher angelastet werden, wenn wir Anreize für nachhaltiges Wirtschaften schaffen wollen. Das heißt, Herr Minister, nur diejenigen werden zukünftig erfolgreich wirtschaften, die möglichst wenig Umweltbelastung produzieren. Und die gegenteiligen Anreize setzen Sie durch den Landesentwicklungsplan. Mehr Flächenfraß, die Massentierhaltung mit all den umweltschädlichen Folgen für Gesundheit, für die Umwelt, wird wieder Tür und Tor geöffnet. Kiesabbau mit der massiven Umweltzerstörung wird erleichtert und so weiter und so fort. Beispiel Kohleausstieg. Was ich nicht mehr hören kann, ist dieses ewige Mantra mit den Bekenntnissen der Landesregierung von der 1:1-Umsetzung des Berichts der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung. Herr Ministerpräsident, Sie sagen es ja auch selbst immer wieder, in nur 7 Monaten konnte eine Kommission mit den unterschiedlichsten Interessensvertretern von Greenpeace über IGBCE, über BDI, konnten diese Menschen einen Fahrplan vorlegen für einen Kohleausstieg. In 7 Monaten wohlgemerkt. Und sage und schreibe, 11 Monate später hören wir aus Berlin was? Dass die Umsetzung nun doch leider ins nächste Jahr geschoben werden muss, weil das sei ja alles so furchtbar komplex. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Ministerpräsident, was ist bitte schön daran komplex, wenn man bis 2022 3 Gigawatt Braunkohle,
4 Gigawatt Steinkohle und bis 2030 dann nochmal 6 Gigawatt Braunkohle und 7 Gigawatt Steinkohle und spätestens 2038 das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden soll. Herr Minister Pinkwart, Herr Ministerpräsident, jedem ist doch klar, das steht im Bericht der Kohlekommission, um welche Meiler es sich hier handelt, nämlich die Ältesten und die Dreckigsten kommen zuerst dran und die Neueren am Ende. Was bitteschön ist daran komplex, dies umzusetzen? Meine Vermutung, wir sitzen ja da nicht mit am Verhandlungstisch, meine Vermutung ist, dass komplex offenbar nur die Zockerei der maßlosen, um die maßlosen Entschädigungen der Energieunternehmen, dass diese Zockerei offenbar komplex ist, denn die sind es ja gewohnt, an den Kabinettstischen zu sitzen und mitzuregieren. Und was macht da unser Ministerpräsident? Herr Laschet, der Ministerpräsident des Energielandes Nummer 1. Und irgendwie sind Sie ja auch noch stellvertretender Bundesvorsitzender einer Partei, die in Berlin regiert. Sagen wir es mal so, Armin Laschet bemüht sich redlich. Ja, er fordert sogar in regelmäßigen Abständen, dass dieses Kohleausstiegsgesetz doch jetzt endlich, bitteschön, mal kommen müsse. Das hat er vor kurzem noch mal ganz knallhart gefordert. Medienwirksam hat er die Bundesregierung ultimativ aufgefordert, bis Ende November müsse dieses Gesetz doch jetzt mal durchs Kabinett durch. Und was macht die Bundeskanzlerin, was macht Angela Merkel? Sie hört einfach nicht auf ihn. Obwohl, wir konnten es in der Bild-Zeitung ja lesen, sollen sie ja jetzt angeblich der Kronprinz der Kanzlerin sein, Kronprinz. Und Achtung, sie sollen auffällig, Zitat auffällig, von ihr gelobt und in Entscheidungen eingebunden werden. Immerhin, so ein Kronprinzendasein, Herr Laschet, verhilft aber offenbar dann doch nicht zum Erfolg, wenn es um die entscheidenden Themen geht. Denn die vielgepriesene Stimme in Berlin ist wohl dann doch eine reine Wahlkampftour in eigener Sache. Ich fände es mal spannend, heute gleich von Ihnen zu hören, was Sie denn jetzt eigentlich mit dem Ergebnis des Vermittlungsausschusses zum Klimapaket machen. Man hört von Herrn Lindner, ist ja hier Ihr Koalitionspartner, der zieht da ja gerade zu Felde in Berlin gegen das Ergebnis. Ich hoffe, Herr Kollege Rasche, vielleicht auch von Ihnen gleich ein Wort dazu, dass diese Koalition hier vernünftiger ist als das, was Herr Lindner gerade präsentiert und diesem Ergebnis im Vermittlungsausschussergebnis im Bundesrat abschließend zustimmen wird. Hört man nicht aus allen Ländern, in denen die FDP am Kabinettstisch sitzt. Ich hoffe da heute auf Zustimmung und auf ein Wort von Ihnen. Noch nicht einmal bemüht, das muss man dem Ministerpräsidenten ja zustimmen, aber noch nicht mal bemüht ist Minister Pinkwart, wenn es um die andere Seite des Kohleausstiegs geht, den Umstieg auf die Erneuerbaren. Herr Minister, Ihr Entfesselungspaket 5, das Sie gestern vorgestellt haben, das hört sich ja alles wieder wie immer bei Ihnen ganz nett an, aber anstatt Paket ist das nur noch eine kleine Weihnachtspostkarte, was Sie da verteilt haben, denn die Grundproblematik beim notwendigen Ausbau der Windenergie wird damit nicht gelöst, nämlich eine wirksame Verfahrensbeschleunigung, die wir dringend brauchen, die Aufhebung dieser absurden Abstandsregelung und die Akzeptanzförderung. Wenn Sie, wie Sie, das haben Sie ja gestern wieder in der Pressekonferenz vorgetragen, wie Sie mit einer Halbierung der Ausbauflächen die Stromerzeugung durch Windenergie bis 2030 verdoppeln wollen, das bleibt weiter Ihr Geheimnis. Und logisch ist daran gar nichts. Und eine echte Akzeptanzförderung mit dem Dialog mit den Standortkommunen, das findet doch nicht statt, denn dann müssten Sie mit denen wirklich mal reden, was denn hilft, dass vor Ort die Akzeptanz erhöht wird. Da liegen doch Konzepte auf dem Tisch. Mit einem Konzessionsabgabenmodell von 1-2% des Ertrags einer Anlage könnte man die Standortkommunen an der Wertschöpfung beteiligen und so die Akzeptanz steigern. Das fordern einige Länder im Bundesrat, das fordern sogar die Betreiber. Die wollen Geld abgeben. Ja, wer will das heute schon noch? Die wollen Geld abgeben, um die Akzeptanz zu erhöhen. Wieso unterstützen Sie solche Initiativen nicht, Herr Minister? Dann wären wir weiter. Und was ich mich auch frage, warum meint der Ministerpräsident, dass beim Abstand von 650 Metern zu einer Siedlung niemand in Nordrhein-Westfalen ein modernes Windrad errichten darf, aber beim größten Kohlekraftwerkskühlturm Europas
in Datteln spielen die berechtigten Schutzinteressen der Bevölkerung offenbar keine Rolle. Und warum, Herr Ministerpräsident, wollen Sie mit der Forderung der Inbetriebnahme von Datteln 4 den Kohlekompromiss aufkündigen? Sie sagen ja immer 1:1-Umsetzung, denn die Kommissionsmitglieder haben sich hier klar gegen eine Inbetriebnahme ausgesprochen. Und während dieses ganzen Gezerres in Berlin, wo offenbar Nordrhein-Westfalen sich nicht durchsetzen kann mit dem Kronprinzen der Kanzlerin, währenddessen bleiben die Menschen in den Garzweiner Dörfern im Unklaren. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste daran. Sie wissen nicht, ob Sie Ihre Heimat nun verlieren oder nicht. Und Sie wissen auch nicht, ob es das letzte Weihnachtsfest ist, was Sie in Ihren Häusern verbringen können. Wissen Sie eigentlich, was das mit den Menschen macht, Herr Ministerpräsident? Nicht zu wissen, ob man jetzt den Umzug planen soll, ob es nicht doch noch Hoffnung gibt, das zerreißt dort Menschen und ganze Familien. Wollen Sie den Familien ein solches Weihnachtsfest zumuten? Herr Ministerpräsident, nutzen Sie heute die Chance. Schaffen Sie Klarheit für die Menschen in der Region. Und die kann nur sein, ein Angebot an all diejenigen, die bleiben wollen, dass sie in ihrer Heimat bleiben können. Und es geht. Es geht mit der Abschaltung der Kraftwerke, mit der Verkleinerung des Abbaugebiets kann der Hambacher Wald und es können auch die Dörfer können erhalten bleiben. Herr Ministerpräsident, es muss jetzt endlich Schluss sein mit der weiteren Zerstörung jahrhundertealter Dörfer. Wollen Sie ernsthaft dabei zusehen, wie die Abrissbirne an dem Dom von Keinberg, den Dom von Keinberg zerstört? Ein Dom, eine Kirche älter als der Kölner Dom. Nach dem Ergebnis, wenn wir das Ergebnis, Herr Kollege Brockes, der Kohlekommission, da gab es mal so eine Kohlekommission, auch Sie sagen immer 1:1-Umsetzung, wenn wir das alles, das ist eine Brücke, gehen Sie über diese Brücke drüber. Die Kohlekommission hat eine Brücke geschlagen, einen Weg bereitet für den Ausstieg aus der Kohle. Und damit können auch diese Dörfer gerettet werden, wenn Sie es denn nur wollen. Herr Laschet, der Abriss dieser Dörfer ist in diesen Zeiten nicht mehr zu rechtfertigen. Beispiel Digitalisierung. Auch hier ganz viel versprechen. Digitalisierungsstrategie, Masterplan, Gigabit-Ziele, Taskforce, Breitband. Herr Minister, bei dem Wettbewerb um die schönsten Marketing-Worthülsen, da haben Sie wirklich die Nase vorn, das muss man Ihnen lassen, aber nicht so bei der Umsetzung Ihrer Ankündigung. Sie versprachen im Koalitionsvertrag 7 Milliarden € Investitionen, die ermöglicht werden sollen durch Ihre Maßnahmen für das schnelle Internet. Wir haben da einfach mal nachgefragt bei den Haushaltsberatungen. Wie viel ist denn da jetzt schon verausgabt worden? Könnte man ja sowas, ich glaube, das nennt man Controlling, ja, könnte man ja einfach mal einen Faktencheck machen, wie viel ist denn verausgabt worden? Was gab es als Antwort? Nein, das könnte man ja alles gar nicht so berechnen. Also das wäre zu umfangreich. Sowas könnte man überhaupt nicht sagen. Herr Ministerpräsident, was sagen Sie denn dazu? Das war Ihr Koalitionsvertrag, da steht Ihre Unterschrift drunter. Sie können ja nicht mal sagen, ob Sie da irgendwas von umsetzen, was Sie da versprochen haben. Die Bundesregierung, die kann es sagen. Herr Minister, lesen Sie mal bei der Kleinen Anfrage des Kollegen Krischer nach. Es ging um die Verausgabung der Mittel aus der Frequenzversteigerung 2015. Da sind seit 2016 878 Millionen Euro für NRW bewilligt worden. Und jetzt kommt's. Wie viel ist abgerufen worden? Wie viel ist angekommen? 29 Millionen Euro. Was bitteschön ist denn da die Antwort des zuständigen Ministers mit seinen ganzen Strategien, mit den Taskforcen? Was ist mit dem Anspruch der Entfesselung, mit den gebündelten und vereinfachten Förderprogrammen? Was ist mit der Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung? Da gibt es statt Handeln nur Schweigen und die Kommunen werden vor Ort alleine gelassen und das Geld kann gar nicht ausgegeben werden. Herr Minister, auch an den Hauptverkehrswegen, auch so ein ziemlich gewagtes Versprechen an den Hauptverkehrswegen, reiht sich immer noch ein Funkloch an das andere, obwohl Sie mal eben versprochen haben, bis 2019, gut, Sie haben noch 2 Wochen, ja, bis 2019, das war Ihr Versprechen, diese Funklöcher zu schließen. Sie können gern mal versuchen, auf dem Weg von Köln nach Düsseldorf im ICE zu telefonieren. Das geht nämlich immer noch nicht. Und alle sachverständigen Vertreter der öffentlichen Einrichtungen, lesen Sie mal das Protokoll aus unserer Haushaltsanhörung, von der Krankenhausgesellschaft über die Pflegeeinrichtung, Hochschulen, Schulen, Polizei.
Alle beklagen durchweg riesige Investitionsbedarfe bei der Digitalisierung. Herr Minister, sind Sie mit dieser Bilanz zur Halbzeit zufrieden? Wir meinen, statt Ihrer schönen Marketing-Worthülsen ist jetzt mal Machen angesagt. Wir brauchen eine echte investitionsoffensive Digitalisierung, wo auch vor Ort alles das Geld ankommt, wo es umgesetzt wird, wo die Menschen eine Verbesserung spüren. Und das tun Sie leider bislang nicht. Beispiel Aufstiegsversprechen Bildung. Aufstieg durch Bildung, auch so ein großes Wort, Herr Ministerpräsident, was Sie in den Mund genommen haben. Mit dem Schulversuch Talentschulen sollen nun in 2 Tranchen 60 Schulen mit sozialen Herausforderungen besonders gefördert werden. Bei der ersten Tranche und bei der zweiten Tranche haben sich 4-mal so viele Schulen beworben, als am Ende ausgewählt wurden. Alle Schulen mit diesen besonderen Herausforderungen, die von der Schulministerin in einen Wettbewerb untereinander um die knappen Ressourcen geschickt wurden, in dem es deutlich mehr Verlierer als Gewinner gibt. Und was sagt die Ministerin auf Nachfrage, was denn jetzt mit den anderen sei? Sie sagt lapidar, dass man auch diese Schulen weiter, ich zitiere, im Blick habe. Ich frage die Schulministerin, das Schulministerium, was nützt es diesen Schulen, die sich ja als Verlierer jetzt fühlen müssen? Was nützt es Ihnen, wenn die Ministerin Sie im Blick hat, Frau Ministerin? Was Sie alles so im Blick haben, ist ja gut und schön, nur was nützt es Ihnen konkret? Und warum wird nicht endlich, Sie kündigen da ja auch immer irgendwas an, dann tatsächlich ein allgemeiner Sozialindex eingeführt? Konzepte liegen auf dem Tisch, mit dem man die Ressourcen nach Bedarf verteilen kann und diesen unwürdigen Wettbewerb nicht braucht. Konzepte liegen vor, setzen Sie sie um. Und was, wir müssen Sie leider immer wieder daran erinnern, was ist zur Halbzeit aus Ihrem großen Versprechen geworden, die Grundschullehrerinnen und Lehrer endlich auch so zu bezahlen, wie sie es verdient haben, nämlich nach A13. Dafür haben die Sie gewählt, für dieses Versprechen, was Sie ihnen bis heute schuldig werden. Und das wäre eine immer dringendere. Es muss kommen, denn es ist eine immer dringendere, notwendige Maßnahme, auch nicht nur aus Gerechtigkeitsgründen und Leistungsgerechtigkeit, auch so ein schönes Wort, gibt es, glaube ich, immer bei den FDP-Wahlprogrammen, Leistungsgerechtigkeit, ja, die haben dasselbe verdient, wie andere Lehrerinnen und Lehrer auch, sondern es ist auch eine Maßnahme gegen den Mangel an Grundschullehrerinnen und Lehrern. Beispiel Armut in Nordrhein-Westfalen. Der Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ist erschreckend und zeigt schwarz auf weiß, die Grenze zwischen Arm und Reich verläuft nicht nur zwischen Ost und West, wie man gemeinhin meint. Während Bayern und Baden-Württemberg eine Armutsquote von 11,8% aufweisen, liegt sie in NRW bei erschreckenden 18,1%, im Ruhrgebiet bei 21,1%. Das ist der höchste Wert in einem Flächenland einer Region. Damit ist das Ruhrgebiet die größte Problemregion in Deutschland. In Gelsenkirchen ist jeder und jeder Vierte auf Hartz IV angewiesen. Und in Gelsenkirchen, noch so ein furchtbarer Rekord, liegt die Langzeitarbeitslosenquote von 5,8%, ist sie dort bundesweit am höchsten. Die Zahlen sind bedrückend. Herr Minister Laumann, die können Sie nicht einfach kalt lassen. Das wäre ein klarer Handlungsauftrag an die Landesregierung. Ich sage leider, es wäre einer. Denn von Ihnen kamen nur ein paar Allgemeinflossen, dass man die Menschen irgendwie unterstützen muss. Sonst kommt nichts Konkretes. Sondern es ist nicht nur, dass nichts Konkretes kommt, sondern Sie kündigen an, dass man für die betroffenen Langzeitarbeitslosen insbesondere mal eben die 79 Arbeitslosenzentren mit dem Ende der Förderphase des Europäischen Sozialfonds schließen will. Herr Minister, diese Zentren, diese Arbeitslosenzentren, was da an Arbeit geleistet wird, das ist mehr als ein Instrument zur Integration in den Arbeitsmarkt. Nee, Sie haben angekündigt, dass sie geschlossen werden. Denn, ja, genauso steht es in der Kleinen Anfrage. Entschuldigen Sie mal, das haben Sie uns mitgeteilt, dass die nicht weiter finanziert werden. Hier werden wichtige Stabilisierungshilfen, Mittagstische, Beratung auf Augenhöhe, Stärkung und Begegnungsmöglichkeiten im Quartier angeboten. Diese Orte der Begegnung machen Menschen stärker, die wegen ihrer Lage oft nicht stark genug sind. Und auch diese Menschen, Herr Laumann, müssen wir im Blick behalten. Und bei rund 2 Milliarden, ich kann es nicht fassen, also das macht mich auch
wirklich fassungslos und sprachlos. 2 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen jedes Jahr. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Armutszeugnis, wenn davon nicht ein paar Krümel übrig bleiben für die Arbeitslosenzentren in Nordrhein-Westfalen, für die Menschen in diesem Land, die darauf angewiesen sind. Und um Armutsbekämpfung geht es auch, wenn man sich die Situation der Kommunen im Land ansieht, die immer weiter die Verlierer dieser Laschet-Regierung sind. Trotz wiederholter Versprechen legt ausgerechnet die NRW-Landesregierung immer noch kein Konzept für einen Altschuldenfonds vor, mit dem die notleidenden Kommunen entlastet werden können und endlich wieder investieren können. Mit dem Verweis auf den Bund, Frau Scharrenbach, stehlen Sie sich schon seit einiger Zeit hier gepflegt aus der Verantwortung. Aber auch hier ist Engagement gefragt, denn auch das hat was mit Armutsbekämpfung zu tun. Denn es sind genau diese Städte mit dem hohen Anteil an Langzeitarbeitslosen, an von Armut betroffenen Menschen, die hohe Soziallasten zu stemmen haben und die gleichzeitig eine geringe Wirtschaftskraft haben für die notwendigen Einnahmen. Und genau diese Kommunen brauchen jetzt diesen Schuldenschnitt, damit sie wieder Luft unter den Flügeln bekommen, um sich um ihre Kommunen zu kümmern, um investieren zu können, um auch, und das kommt dazu, sich um die Aufnahme, Versorgung und Integration Geflüchteter zu kümmern. Und auch hier bleibt die Unterstützung der Regierung aus. Die Anpassung der Pauschale für die Erstattung der Flüchtlingskosten wird nicht erhöht, wie besprochen. Die Gutachten liegen vor, die kommunalen Spitzenverbände haben Vorschläge gemacht, nichts davon in diesem Haushalt. Und das Dreisteste ist die Integrationspauschale des Bundes, die auch genauso im Gesetz des Bundes heißt, Herr Minister Stamm. Sie heißt Integrationspauschale. Und eine Integrationspauschale ist eine Integrationspauschale. Und Sie können das nicht einfach umdefinieren. Es ist genau dieselbe Pauschale. Es ist nur weniger Geld, als es sie vorher gab. Lassen Sie das nicht im Haushalt versickern. Ich bin entsetzt. Ich hatte fest damit gerechnet. Wirklich, also ich hatte tatsächlich fest damit gerechnet, dass Sie dem Ruf Ihrer Bürgermeister und Bürgermeisterinnen folgen und das in dieser dritten Lesung noch korrigieren. Auch das ist ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, dass Sie diese 151 Millionen Euro einsacken und nicht an die weiterleiten, die es brauchen, nämlich die Kommunen. Sind Sie wirklich, Herr Ministerpräsident, wir werden Sie ja gleich hören, sind Sie wirklich mit dieser Regierungsbilanz zufrieden? Wollen und können Sie weiter das von Herrn Löttgen hier ja wieder propagierte Mantra von Maß und Mitte? Wollen Sie das wirklich weiterführen? Angesichts der großen Herausforderungen kann das heute noch verantwortet werden in NRW? Bewusste Politik, Herr Löttgen, insbesondere in diesen Zeiten, bedeutet für mich nicht eine Politik von Maß und Mitte dieser Regierung, sondern verantwortungsbewusste Politik bedeutet für mich eine Politik mit Mut und eine Politik mit dem Willen zum Aufbruch, die über den nächsten Wahltermin hinausschaut. Und die findet man in diesem Haushalt nicht. Denn Sie haben zu Recht gesagt, dieser Haushalt ist Politik in Zahlen. Und das findet man hier nicht. Was wollen wir? Wir wollen einen Kohleausstieg jetzt, Herr Ministerpräsident, mit einer neuen Leitentscheidung jetzt, die den Hambacher Wald und die Garzweiler Dörfer erhält. Wir brauchen ein wirkungsvolles Sofortprogramm für die Windenergie, damit die Energiewende gelingt. Erstens, die Abstandsregelung muss aufgehoben werden. Wir brauchen eine echte Akzeptanzförderung im Dialog mit den Standortkommunen. Wir brauchen ein neues Modell einer Konzessionsabgabe, mit denen Kommunen an der Wertschöpfung beteiligt werden können. Das muss gesetzlich verankert werden. Und so etwas gehört in ein Kohleausstiegsgesetz, Herr Ministerpräsident. So etwas gehört in ein erneuerbares Energiengesetz. Dann steigt die Akzeptanz. Frau Ministerin Heinen-Esser, wo ist hier die Stimme der Umweltministerin? Schalten Sie sich doch da mal ein. Ich glaube, auf dieser Seite der Regierungsbank ist hier nicht genug Mut, hier tatsächlich auch die Energiewende voranzubringen mit einem konsequenten Ausbau der Erneuerbaren. Wir werden heute
Eckpunkte für ein Fahrradgesetz vorlegen. Wir haben Vorschläge gemacht, wie wir den Anteil des Radverkehrs von derzeit 8% auf 25% im Jahr 2025 erhöhen können. Wenn man tatsächlich der Volksinitiative Aufbruch Fahrrad zustimmt, wie Sie es heute machen wollen, Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, dann kommt man an verbindlichen Ausbauzielen und Maßnahmen nicht vorbei. Auch das ist ein konsequenter, ist ein Beitrag zur Verkehrswende. Wir meinen, NRW braucht jetzt angesichts der maroden Infrastruktur und der wirklich kommenden Konjunkturflaute brauchen wir jetzt eine Investitionsoffensive, die nicht mit der Gießkanne Geld übers Land verteilt, Herr Minister, wo dann jeder Wahlkreisabgeordnete einen Heimatcheck in die Hand kriegt, die man vor Ort den Vereinen übergeben kann. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen zielgerichtet eine Investitionsoffensive, die den Investitionsstau angeht. Ihre Investitionsquote geht zurück. Sie müsste steigen in diesen Zeiten, Herr Minister, nicht sinken. Denn die heute vernachlässigten Investitionen, das sind die Schulden von morgen Ihrer Kinder und Ihrer Enkel. Die NRW-Bank, wir haben da einen guten Partner an unserer Seite, kann uns hier unterstützen. Wir wollen die Fortsetzung des erfolgreichen Programms Gute Schule 2020 über das nächste Jahr hinaus. Denn der Investitionsstau an den Schulgebäuden ist weiter immens. 2 Milliarden wurden bereits verausgabt. In den Anhörungen konnten wir uns anhören, weitere 9 Milliarden werden benötigt. Ich hätte gerne heute von Ihnen mal eine Aussage dazu. Wollen Sie das beenden lassen? Ich meine, wir müssen es fortsetzen. Der Investitionsstau ist noch lange nicht abgebaut. Analog zu diesem Programm haben wir ein Programm analog zum Gute Schule 2020, Gutes Klima 2030 vorgelegt. Denn auch hier bleiben die Rufe der Kommunen bei diesem Kabinett ungehört. Sie brauchen Unterstützung beim Klimaschutz und bei der Klimafolgeanpassung. Und zwar genau dort, wo die Bedarfe am größten sind. Und es sind wieder diese Kommunen, die wir im Armutsbericht finden, Herr Laumann. Die brauchen an allen Ecken und Enden Unterstützung. Und es kann doch nicht sein, dass die Menschen in diesen Kommunen dann schlechtere Luft haben, dass sie nicht ihre Flächen entsiegeln können, dass sie keine energetischen Gebäudesanierungen sich leisten können, dass sie nichts für den Klimaschutz tun können, Frau Ministerin Scharrenbach, nur weil sie eine notleidende Kommune sind. Das muss doch die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, die müssen wir doch in Nordrhein-Westfalen als Anspruch haben und können die Kommunen damit nicht alleine lassen. Wir brauchen einen Infrastrukturbericht, der den gesamten Investitionsbedarf uns mal transparent darstellt. Nur dann, Herr Minister Liedenkämper, haben wir eine Grundlage und können eine lang angelegte Investitionsstrategie aufbauen. Und ich sage Ihnen, bei dieser Investitionsstrategie darf die Investitionsquote nicht sinken in der mittelfristigen Finanzplanung. Und ich muss es sagen, Herr Ministerpräsident, Sie werden es wahrscheinlich gleich auch wieder in den Himmel hoben. Eben, Ihre schwarze Null ist ja alles gut und schön, aber das ist noch lange keine Strategie für eine nachhaltige Finanzpolitik, die die zentralen Herausforderungen angeht. Für unseren notleidenden Wald, auch da sieht man den Ministerpräsidenten ja immer häufiger im Wald, da brauchen wir nicht die schönen Bilder, sondern da brauchen wir ein Gesamtkonzept für eine naturnahe, klimaangepasste Waldbewirtschaftung mit einer Unterstützung für die Waldbesitzer, für den notwendigen Umbau. Und Frau Ministerin, ich habe Ihre Stellungnahmen dazu gelesen. Was fehlt? Es fehlt ganz klar und vor allem, fehlt sehr viel, aber es fehlt vor allen Dingen klar eine Ansage, dass hier mehr qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt wird, um die Waldbesitzer zu unterstützen beim Umbau. Und wir brauchen auch eine Ausbildungsinitiative. Diese Berufe müssen wieder attraktiver werden. Wir brauchen mehr von qualifiziertem Personal in unserem Wald und hierzu nichts Verbindliches, auch im Haushalt. Aus unserer Sicht, mit den 10 Millionen mehr, die da jetzt drinstehen, reicht das auf keinen Fall aus. Wir wollen die Kommunen besser beraten und unterstützen, damit die Mittel für den Breitbandausbau auch abgerufen werden können. Statt Pressekonferenzen, neue digitalen Masterpläne und neue Zielformulierungen brauchen wir jetzt ganz schlicht und einfach Konzepte, wie das Geld auch vor Ort ankommt. Und dazu erwarten wir auch hier heute eine Antwort. Ich fürchte, wir werden sie wieder nicht bekommen. Wir wollen einen Altschuldenfonds. Dazu haben wir konkret ein Konzept vorgelegt für einen Altschuldenfonds, für die besonders notleidenden Kommunen, die wir von den Kassenkrediten befreien
müssen. Und langfristig brauchen wir danach strukturelle Entlastung. Und wir sagen ganz klar, wenn der Bund hier nicht mitmacht, dann wollen wir die Stärkungspaktmittel, die ja noch im Haushalt stehen, verstetigen und nutzen, um einen landeseigenen Fonds aufzulegen. Es muss endlich gehandelt werden. Hessen und das Saarland können das. Warum kann das NRW nicht? Wir brauchen es, um diese Städte zu unterstützen. Auch das ist Armutsbekämpfung. Und wir setzen uns für den Erhalt der Arbeitslosenzentren ein. Wir wollen die Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung und Integration besser unterstützen. Die Flüchtlingspauschalen müssen jetzt dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden. Und die Integrationspauschale, ich sagte es gerade, darf nicht im Landeshaushalt versickern, muss weitergereicht werden. Deswegen haben wir genau diese beiden Anträge heute nochmal zur Abstimmung stellen, weil uns das wichtig ist, dass die Kommunen bei dieser großen Herausforderung mehr Unterstützung bekommen. Wir werden sie heute noch einmal abstimmen lassen und wir werden vor Ort genau das Abstimmungsergebnis dokumentieren, wer in diesem Landtag hier unsere Kommunen im Stich lässt. Und last but not least wende ich mich an die leider nur 27% Frauen in diesem Landtag. Liebe Kolleginnen, es ist endlich Zeit, diesen Zustand dieser mageren Repräsentation von Frauen im Landtag, diesen Zustand nicht länger hinzunehmen. Wir haben gerade alle 100 Jahre Frauenwahlrecht gefeiert. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ich glaube, die Frauen, die damals zum ersten Mal zur Urne gingen, die hätten sich das nicht vorstellen können, dass wir 100 Jahre später mit 27% Frauen in diesem Landtag, in einem Parlament sitzen. Im Bundestag ist es auch, glaube ich, nicht ganz viel anders. Ihnen gefällt das, Herr Ministerpräsident? Sie lächeln so dabei. Ach so, ja. Bitte, wir laden alle ein. Wir laden alle ein, sich an unserem Gesetz zu beteiligen, ein Paritätsgesetz. Denn ich glaube nicht, dass sich in den nächsten 100 Jahren diese Situation von alleine lösen wird. Wir alle können mitmachen. Vielleicht kann man ja auch mal hier den Fraktionszwang aufheben, wäre ja vielleicht auch mal eine Maßnahme. Denn wir wollen den grundgesetzlichen Anspruch der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern auch im Parlament und gerade hier im Parlament durch ein Gesetz durchsetzen. Und schaut man sich die Redeliste zur heutigen Aussprache an, ja, dann, ich sage nur, ein Beleg mehr, dass wir hier, weiß Gott, Nachholbedarf haben. Wir brauchen die Hälfte der Macht auch für Frauen, auch hier in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen reicht uns, Herr Ministerpräsident, uns reicht nicht eine Politik von Maß und Mitte. Sie reicht uns nicht, sie reicht diesem Land nicht, sie reicht nicht für die großen Zukunftsaufgaben, die vor uns liegen. Was wir brauchen, ist Mut und Aufbruch, damit wir das schaffen können, was dieses Land, was die Zukunft, was unsere Kinder, was unsere Enkelkinder brauchen. Dafür stehen wir Grüne mit unserer Politik in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.